So. Wir unterbrechen das laufende Programm für eine wichtige Durchsage. Auch unser Orbit ist betroffen von der bevorstehenden Schließung des 36C3. Wir wollen aber die Chance nutzen, nochmal Danke zu sagen. Danke an das Bauteam, die den Orbit aufgebaut haben. Vielleicht mal einen kräftigen Applaus hier von allen für den Orbit. Ja, mach mal ein bisschen mit. Genau, ich habe noch ein paar aktuelle Zahlen mitgebracht. Wir hatten insgesamt 13 verschiedene Assemblies bei uns auf dem Orbit. Diese saßen an 14 Schiffen. Also es waren offensichtlich auch große Assemblies dabei, die mehr als ein Schiff in Anspruch genommen haben. Das könnten wir gewesen sein. Es waren auch kleine dabei, die nur einen halben in Anspruch genommen hatten. Also hat sich ganz gut verteilt hier auf dem Orbit. Insgesamt sind auf der Bühne 2 Liter Wein geflossen in abendlichen Vorträgen. Wir haben insgesamt für Segel und Dom haben wir 135 Quadratmeter Stoff verarbeitet, über 200 Quadratmeter Teppich verlegt. Dafür haben wir sage und schreibe 700 Meter Teppichklebeband verbaut hier, was nachher alles wieder abgekratzt werden darf. An den Schiffen haben wir über 600 Meter Seil verspannt, um die Segel aufzuhängen und damit es aussieht wie ein Schiff. Insgesamt hatten wir so um die 150 Teilnehmer, die sich für den Orbit hier gemeldet hatten, die an den Schiffen platziert waren. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wir haben keine Engel hier, bei uns heißen die Engel Einhörner und davon hatten wir 51 aktiv registrierte Einhörner, die sich hier auf der Bühne im Orbit engagiert haben oder im C3 Wok Waffeln gebacken haben. Auf dieser Bühne fanden insgesamt 61 Talks statt, also mit Bühne und Workshop-Zelt zusammen waren es 61 Veranstaltungen, die wir über die 4 Tage hier verteilt hatten. Und die Talks, die auf der Bühne aufgezeichnet wurden, sind teilweise schon online auf mediaccc.de. Und da ist die aktuelle Wasserstandsmeldung, dass schon 6.800 Mal die Videos angeschaut worden sind. Platz 1 ist der Talk von Steini, der bei Fefe verlinkt wurde. Und auf Platz 2 ist schon Adorfers Autocomplete Texting zu finden. Cool. Ja. Ja, und vielleicht auch nochmal zu erwähnen, die Zeit, die tatsächlich reingeflossen ist, um das zu bauen und vor allen Dingen nicht nur Teppich und Stellwände wurden verbaut, sondern auch vor allen Dingen Teppich um Ecken geklebt. Hallo, Miku? Ja. Vielen Dank an alle, die das hier auch im Vorhinein schon geplant haben, aber vielleicht sollten wir das nächste Mal mit ein bisschen weniger Ecken planen. Ansonsten, ja, super. Ja, genau. Ja, wir haben ja im Vorfeld schon ganzzeitig angefangen. Wir hatten, glaube ich, im September unser erstes Meeting gehabt zum Bauen des Orbits und dann von da an alle 8 Tage mindestens ein Mumble und in den letzten Wochen wurde, glaube ich, durchgearbeitet, bis wir hier dann in Leipzig ankamen und weiter durchgearbeitet haben, bis das ganze Ding hier stand. Wo wir jetzt da beim Stehen sind, geht es jetzt leider auch um den Abbau des Orbits. Da haben wir uns schon ein paar Sachen überlegt, damit wir das möglichst koordiniert und schnell hinbekommen können. Es gibt zum einen die Bitte, alle Stühle zu stapeln, in 10er stapeln und an den Rand zu stellen. Das könnt ihr quasi von euren Schiffen dann schon wegräumen. Die Tische ist die Bitte, die sollen stehen bleiben, weil man schauen will, ob die geputzt, repariert werden müssen, ob die eingelagert werden können. Und darum kümmern sich dann die Menschen, die die Tische einsammeln. Also Tische bitte stehen lassen, Stühle an den Rand. Und ansonsten haben wir hier auf einem Weg schon so kleine Lagerplätze abgeklebt, um Kabel einzusammeln, um Material abzulegen, einfach damit wir schnell die Schiffe abbauen können und das Material schon mal ein bisschen vorsortieren können, damit es dann wieder zu den verschiedenen Materialgebern zurückgelangen kann. Ja, und wenn ihr noch irgendwelche Flaschen und sonstige Sachen rumstehen seht, gerne einfach einsammeln und schon mal wegbringen. Und auch wenn ihr so Free-Floating Angels hier irgendwo seht, die noch nichts zu tun haben, gerne auch ranwinken. Also wir brauchen gleich ganz viel Hilfe tatsächlich, um das hier alles abzubauen. Genau, und Werkzeug wird dann herangeschafft werden. Wir werden Akkuschrauber, alles, was man braucht, um eben diese ganzen Sachen hier wieder auseinanderzunehmen. Wenn ihr Fragen habt, kommt einfach auf Corinna, auf mich zu oder auf Adorfer und dann kriegen wir das, glaube ich, hoffentlich ganz schnell hier alles zusammengebaut, dass wir
dann gut ins neue Jahr rutschen können. Also, dann nochmal vielen Dank, dass ihr alle hier wart, dass ihr euch beteiligt habt am Urbit und mal sehen, was wir im nächsten Jahr dann bauen, oder? Ja, super. Uns hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht und toll, dass ihr alle dabei wart und hoffentlich bis im nächsten Jahr.